Wie sieht das dann aus? Ich palpiere zuerst Duo 2. Ich habe hier den Rand von der Rectus Abdominis. Ich bleibe ein bisschen lateral und ich gehe hier in die Tiefe. Ich versuche das Röcheln wieder zu spüren. Medial ist die Wirbelsäule, Duo 2 selbst. Hier bin ich im Bereich der Wirbelsäule. Wenn ich lateral der Wirbelsäule komme und langsam in die Tiefe gehe, dann spüre ich hier Duo 2. Ich gehe nach lateral und ich versuche hier in diesen Hilus zu kommen. Dort kann es bereits sein, dass eine Einschränkung vorhanden ist. Wenn das der Fall ist, dann bleibe ich dort, soweit es geht. Ich gehe lateral von Duo 2 und ich versuche so gut als möglich da in die Tiefe hineinzugehen. Man merkt, ich gebe ein bisschen Kompression, damit ich genug Hautgewinn habe. Medial logischerweise die Pulsation palpieren von den Arteria renalis. Und wenn ich den Arteria renalis palpiere, dann weiß ich, dass ich schön im Hilusbereich Kontakt genommen habe. Und was ich dann mache, ist die Niere wiederum auf einen gewissen Grad von Vorspannung bringen. Ich ziehe die Niere nach lateral. Und wenn ich an die Bewegungsgrenze herangekommen bin, dann werde ich hier dementsprechend die Niere nach lateral testen. Ich komprimiere die Niere und ich ziehe die Niere jetzt nach lateral. Auf diese Art und Weise. Ich habe hier die Pulsation mit dem linken Zeigefinger, spüre ich die Pulsation. Das heißt, hier bin ich schön im Hilusbereich und da teste ich im Prinzip Fascia perirenalis, das mediale Teil. Wenn ich eine Einschränkung spüre, dann bleibe ich an dieser Bewegungsgrenze und dann kann ich da sehr schön die Mobilität der Faszien verstärken. Auf diese Art und Weise. Auf die linke Seite geht es genau gleich. Da haben wir kein Duo 2, wo zum Teil diesen Zugang ein bisschen bremst. Da kann man wirklich schön durch Dickdarm, Dünndarm hindurchgehen und auch dort den Hilus kontaktieren und die Mobilisation auf die gleiche Art und Weise machen. Wenn ich die Nieren nach lateral gezogen habe, kann ich auch ein bisschen mit Atmung arbeiten, dass diese Dynamik des Zwerchfells auch noch ein bisschen Pumpeffekt verursacht, die Faszienmobilisation noch etwas kräftiger machen. Dann wäre es sinnvoll, dass wir die Nieren auch testen vom lateral nach medial. Wenn ich rein nach medial drücken würde, dann komprimieren wir die Nieren. Hier sind wir wieder im Psoas-Bereich. Unterpol versuchen zu kontaktieren, das heißt, hier habe ich den Unterpol. Das heißt, ich muss da ziemlich lateral sein und da ist die 10. Rippe ein bisschen im Weg. Ich bin hier im Bereich des Colon Ascendens. Ich versuche mit dem Daumen schön tief zu kommen. Ich muss da ein bisschen komprimieren. Bei einigen Leuten wird man ein bisschen mehr Platz haben. Hier ist es ein bisschen enger. Das macht nichts. Ich versuche hier mit dem Daumen schön lateral zu gehen. Ich versuche so gut als möglich da einzuhaken. Jetzt statt nur nach medial zu komprimieren, versuche ich dementsprechend die Zone, und ich kann mit dieser Hand ein bisschen mithelfen, nach ventral zu begleiten. Und dann merke ich sofort, ob da eine Einschränkung vorhanden ist, ob da noch einen extra Mobilisation nötig ist. Auf der linken Seite liegt die Niere noch etwas höher. Das heißt, da muss man noch etwas mehr mit Kompression arbeiten, versuchen wirklich schön hineinzukommen, damit man die ganze Loge, man hat zum Teil etwas weniger spezifisch Kontakt, aber man nimmt die ganze Loge mit nach medial ventral. Wenn ich die Mobilität mediolateral optimiert habe, und vor allem den Hilus schön frei gemacht habe, auch die Mobilität nach Kranial ist gut, dann kann ich das ganze Blatt, das ganze Faszialblatt, sprich das PPP, wo ventral liegt, über die Niere auch schön mobilisieren. Und das wird dann gleichzeitig auch einen Einfluss haben auf alle Strukturen, die durch das PPP hindurchgehen. Wie mache ich das am besten? Ich unterstütze die Beine auf diese Art und Weise.
dann sehr schön mit diesem Hebel ein bisschen spielen und die Mobilisation verstärken. Als Griff werde ich beide Daumen aufeinander legen und beide Mittelfinger beispielsweise. Ich werde dann zuerst mit beiden Daumen den Unterpol der rechten Niere versuchen zu palpieren, in dem Bereich. Auf der linken Seite liegt die Niere ein bisschen höher. Das heißt, da wiederum zuerst mal palpieren, damit ich weiß, wo ist die Lokalisation. Wie ist meine Mobilisation? Ich mache das zuerst mal langsam. Ich gehe zuerst Richtung linke Niere, indem ich hier komprimiere. Wenn ich komprimiere, mache ich hier ein bisschen Flexion, damit ich schön in die Tiefe gehen kann. Und dann bewege ich die Niere etwas nach craniomedial. Gleichzeitig ziehe ich am PPP. Auf die rechte Seite mache ich umgekehrt. Ich gehe da wieder heraus. Und jetzt gehe ich mit dem Daumen in die Tiefe und ziehe die Niere hier wiederum nach cranial medial ein bisschen. Und dann kann ich hier diese Bewegung als schöne Mobilisationstechnik machen, wobei ich hier die linke Niere, das linke PPP, nach cranial führe und da mache ich es auf die rechte Seite. Und links. Und rechts. Und links. Und da, wo ich Widerstand spüre, kann ich diese Technik etwas verstärken. Zum Beispiel hier merke ich ein bisschen Widerstand. Das heißt, es ist eine globale Mobilisation, wo gleichzeitig auf mehrere Faszien wirkt. Tatsache ist, wenn ich hier Druck gebe, muss ich hier ein bisschen loslassen, weil das bilateral unter Kompression stelle, es gibt zu viel Druck auf die Gefäße und das wirkt dann sehr unangenehm.